Ja, herzlich willkommen auf dem Neckarsteig. Die Tour beginnt hier in Heidelberg. Ich werde jetzt vorerst mal die ersten vier Etappen laufen. Heute die erste Etappe, und um zu starten zu können, müssen wir hier hoch, wo der Sendemast hochragt, oberhalb vom Schloss, auf den Königstuhl. Zuerst entweder kann man da hochlaufen oder es geht auch eine Bergbahn hoch. Also ich werde mit der Bergbahn hochfahren, weil der Aufstieg schon recht eintönig über eine Treppe geht, über die sogenannte Himmelsleiter, und ich einfach keine Lust habe, jetzt da hochzulaufen. Also viel besser ist jetzt erstmal hier durch Heidelberg hindurch. Hier die bekannte Steingasse. Dann geht es links über den Kornmarkt, Rathausplatz, und dann kommt ihr schon zur Bergbahn oder zum Aufstieg. Ja, wir sehen uns dann später wieder. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ab heute bin ich auf dem Neckarsteig unterwegs, und ihr habt jetzt gerade eben den Start gesehen, hier oben auf dem Königstuhl. Man kann auch unten in der Stadt schon starten, da geht es allerdings dann die Himmelsleiter hoch. Ja, das ist ein riesen Höhenunterschied, dann stets Treppen hoch wollte ich jetzt nicht, sondern ich starte hier oben auf dem Königstuhl. Heute die erste Etappe nach Neckargemünd. Das sind ca. 10,5 Kilometer, also ein schöner kleiner Auftakt. Ja, und weiter geht's. Wir melden uns wieder. Ja, und der Steig beginnt jetzt hier im Wald vom Königstuhl aus. Das wird auch die meiste Zeit jetzt hier so im Wald sein, bevor man dann gegen Ende dann wieder nach Neckar runterkommt, nach Neckargemünd. Hier oben hat es viele, ja, Parkplätze auch und Veranstaltungen und Märchenparadiese. Also viel für Kinder, auch eine Falknerei hat sie oben und den tollen Ausblick, den man vom Königstuhl hat. Den habt ihr ja vorher schon gesehen. Ich bin mit der Bahn hochgefahren und hier sieht man das Zeichen, also hier geht es entlang. Ich bin mit der Bahn hochgefahren. Die historische Bahn, die ist wirklich toll, muss man sagen. Also die hat wirklich was, die wackelt und geht sehr steil hoch. Aber das war wirklich ein Erlebnis, diese historische Bahn. Das hat sich wirklich gelohnt. Ja, ich melde mich dann später wieder von unterwegs, vom Neckarsteig. Ja, und hier kommt man wirklich an schönen Stellen vorbei. Sehr viel für Kinder ist hier gemacht. Ein richtiges Naherholungsgebiet. Das ist ein Maikäfer, glaube ich. Riesen-Maikäfer. Ein richtiges Naherholungsgebiet. Nordic Walking Strecken sind hier ausgeschrieben. Und ein wirklich ganz toller, wunderschöner Wald, den man hier erkunden kann. Super.
Ja, man kann es kaum glauben, aber ich habe mich jetzt wirklich nach 2 Kilometern schon das erste Mal verlaufen. Wahrscheinlich war das jetzt meine Schuld, habe einfach nicht richtig geschaut. Aber ich sage es immer wieder, es ist sehr wichtig, immer ein Navigationsgerät dabei zu haben. Irgendwas, mit dem man navigieren kann. Ich habe jetzt bin von Komoot auf die Osmand-App umgestiegen, weil mich Komoot öfters mal die Strecken einfach anders waren, als die wirklich sein sollten. Und habe den GPX-Datei runtergeladen und die Osmand-App führt mich jetzt wirklich toll wieder zurück auf den Weg. Also die ist wirklich bisher hat die sich schon bewährt. Also werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, und hier sieht man die erste Neckarsteigbank, wo quasi der Weg auch drauf so ein bisschen grafisch hinterlegt ist. Und hier geht es dann weiter Richtung Erlenbrunnen. Ja, aber ich bin jetzt hier an einer wunderschönen Stelle angekommen, am sogenannten Hohlen Kästenbaum, ungefähr 500 Meter vom Erlenbrunnen weg, den man ja vorher gesehen hat. Hier gibt es auch einen Brunnen, der allerdings die Quelle anscheinend versiegt ist, zumindest läuft nichts mehr. Und hier jetzt eine tolle Hütte, wo man sehr gut auch übernachten könnte, wenn man möchte. Kann man also rein, hier ist die Hohlen Kästenbaumhütte. Genau, okay. Wir sind jetzt circa 3 Kilometer gelaufen, schätze ich mal. Genau. Hier werde ich jetzt also nicht schon wieder eine Pause machen, aber die Stelle ist wirklich top. Ja, was jetzt auffällt, ist, dass die Strecke doch relativ stark nach unten geht. Es sind also jetzt mehr schon recht steile Abstiege. Sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so, aber geht jetzt schon reichen ganz schön nach unten. Aber es sind jetzt wirklich Single Trails, die schön durch den Stadtwald hier führen. Also auch weiche Wege. Da ist es ein bisschen steinig, aber sehr schön zu laufen. Ja, immer noch auf dem Abstieg. Hier hat es die sogenannte Gemsenberghütte, wo man ein bisschen runter sieht. Allerdings ist der Ausblick durch die Bäume ziemlich verwachsen. Den Neckar sieht man nur ein bisschen. Das ist jetzt Neckargemünd, unser Ziel oder mein Ziel für heute. Und jetzt geht es hier weiter. Und da unten kommt dann auch noch eine Bank und da werde ich dann Pause machen. Ja, hallo, jetzt bin ich an der Gümpental-Biotop oder so ähnlich, wo man ein Stück weit zum Neckar runter sieht. Ich zeige es euch gerade mal. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da unten ist das Neckargemünd. Man sieht auch ein Stück des Neckars jetzt. Ich bin jetzt quasi schon, ich würde sagen, 3/4 des Abstiegs geschafft. Es geht jetzt noch weiter zum sogenannten Mellag-Pass. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch zum Oberried-Kopf oder so ähnlich. Und dann ein Zickzack runter vollends nach Neckargemünd. Es sind noch circa 3 bis 4 Kilometer, schätze ich. Und ja, gut zu schaffen natürlich. 10 Kilometer zum Start, ganz okay. Das Fazit insgesamt ziehe ich dann am Schluss. Jetzt esse ich erstmal was
und wir sehen uns später wieder. Ciao. Jetzt der einzige längere Aufstieg, wenn man direkt vom Königstuhl weggelaufen ist, der jetzt hier zur Neckar-Riedkopfhütte führt, die auch bewirtet ist an den Wochenenden und an den Feiertagen. Aber leider heute nicht, da wäre es gut gewesen. Ja, steigt jetzt ganz schön hoch. Ja, wir sind jetzt hier am sogenannten Gnomengarten, kurz vor dem Mellagpass. Und jetzt sieht man hier diese furchterregenden Baumgnome, die wirklich genial gemacht sind. Hier oben sieht man dann den Mellagpass mit einigen Bänken zum Ausruhen, wo es dann weitergeht. Ja, jetzt bin ich auf der Neckar-Riedkopfhütte angelangt mit schönem Blick ins Neckartal runter. Was für eine tolle Hütte hier. Also hier kann man natürlich wirklich aushalten. Leider heute zu. Es ist Dienstag. Tja, kann man nichts machen. Hier haben wir mal einen Blick auf den Neckarsteig. Auf unsere Tour. Wir sind jetzt hier am Neckar-Riedkopf. Kommen von hier, von Heidelberg, hier gelaufen, jetzt hier am Neckar-Riedkopf und jetzt geht es noch runter bis Neckargemünd und dann ist unsere heutige Etappe vorbei. Ja, hier beginnt jetzt an der Neckar-Riedkopfhütte der Abstieg nach Neckargemünd. Hier sieht man ein bisschen schon ins Tal runter, es ist jetzt wirklich nochmal kräftig nach oben gegangen. Ganz in der Ferne auf dem Hügel, da sieht man den Ort Dilsberg, ganz bekannter Ort auf einem Bergrücken drauf, ja, mit einem bekannten Schloss auch. Da geht es dann morgen hin und über diesen Bergrücken drüber. Das wird bestimmt spannend. Okay, jetzt aber runter. Ja, der Abstieg geht jetzt durch diesen wunderschönen Tannenwald. Nadelwald zumindest, über so Wege, die richtig mit Tannenreisp richtig weich sind. Tannennadeln überall. Wunderschön jetzt hier runter, schon steil, aber schön weich und angenehm zu laufen. Hier jetzt der letzte Abstieg. Schöner Wald. Ja, und jetzt bin ich in Neckargemünd eingetroffen. Abstieg geschafft, hier am Friedhof. Guckt man raus. Jetzt geht ein Stück drum den Ort. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ja, jetzt in Neckargemünd. Hier hat es wirklich schöne Seitenkanäle des Neckars. Wo es jetzt hier weitergeht. Ja, hallo, ich bin jetzt hier im Hotel angekommen in Heidelberg, im Hotel Ibis am Hauptbahnhof und möchte jetzt kurz noch mal die Etappe Revue passieren lassen, so ein bisschen eine Bewertung durchführen. Ja, angefangen hat das Ganze oben auf dem Königstuhl. Da bin ich nicht hochgelaufen mit der Himmelsleiter. Das geht auch, aber es sind wirklich sehr, sehr viele Treppen.
und ich glaube, ich weiß nicht, mindestens 300 Höhenmeter oder noch mehr. Ich glaube sogar 400. Also es ist extrem eintönig und anstrengend, obwohl die Treppe, also ich habe sie mal angeguckt, da schon auch eine historische Bedeutung hat, so wie die aussieht. Also ich habe es mir einfacher gemacht, bin mit dieser historischen Bergbahn nach hochgefahren, die wirklich sehenswert ist. Die kann man also wirklich empfehlen. Dann ging es hoch, ging es weiter. Das war so ein Naherholungsgebiet mit Kinderspielplätzen, Märchenparadies, mit einer Falknerei, mit allen möglichen Freizeitaktivitäten, die man da durchführen kann und schöne, viele Rundwege. Dann ging es weiter durch den Stadtwald, schön, gemütlich, entspannend, Waldabschnitte, mal Forstwege, mal Single Trails, auch schöne Gesteinsformationen, Brunnen, Hütten, alles Mögliche, was man so von einem Wald erwartet. Und dann ging es dann wirklich relativ steil nach unten. Ist ja klar, wenn man vom Königstuhl hoch abmarschiert, muss es ja runtergehen, aber das war schon relativ anstrengend. Bis runter zu dieser Brücke über den Wildbach und dann ging es wieder hoch zum Mellagpass und vom Mellagpass wieder nochmal weiter hoch zur Neckarriedkopf-Hütte, die leider geschlossen hatte, hat man ja gesehen, und dann ging es wieder runter. Es war so eine erste Drittel flach durch den Wald, zweite Drittel runter, das dritte Drittel hoch, so kann man es ein bisschen sagen. Aber sehr abwechslungsreich und entspannend. Vom Neckar hat man noch nicht viel gesehen. Der Zielort Neckargemünd ist sehr schön, hat eine schöne Altstadt und ja, ist eigentlich schon einen Besuch wert. Und war eine gemütliche erste Etappe und ich freue mich schon auf morgen. Also, ciao!